Guten Tag, liebe Zuschauer. Fast jede zweite Pflegeeinrichtung dokumentiert heute EDV-gestützt. Weitere 10% planen den Umstieg. Anne Meissner ist Pflegewissenschaftlerin und hat sich auf die Umstellung von Papier auf EDV spezialisiert. Frau Meissner, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Hallo Frau Großes, vielen Dank für die Einladung. Frau Meissner, die Umstellung ist ja nun sehr kostenintensiv und zeitaufwendig. Lohnt sich beides? Ja, die Frage kann mit einem klaren Ja beantwortet werden. Der Aufwand und die Investition lohnt sich. Es kann Qualität gesichert werden, sowohl in der Dokumentation als auch in der Bewohnerversorgung. Und es kann Zeit gespart werden, also in der Dokumentation, aber auch in der Beschaffung von Informationen. Also diese Ziele können erreicht werden. Aber, und jetzt kommt das Aber, diese Ziele können nur erreicht werden, wenn bestimmte fördernde Bedingungen gegeben sind, die diesen Zielerreichungsprozess tatsächlich erst ermöglichen. Und das zweite Aber, dieses Ziel oder der Aufwand rentiert sich nicht bereits am Tag 1 der Umstellung, sondern es bedarf einiger Monate, bis tatsächlich der Erfolg einsetzt. Und vorher müssen erst einmal vermehrt Ressourcen eingesetzt werden. Worauf kommt es denn an, damit so ein Umstellungsprozess gelingt? Es kommt genau darauf an, diese fördernden Bedingungen, also entweder sie sind vorhanden oder sie müssen geschaffen werden von der Einrichtung. Ich möchte mich hier auf drei Beispiele fokussieren. Das ist einmal in Bezug auf den Mitarbeitern zum Beispiel die Einstellung zum Computer. Und damit meine ich nicht, dass der Mitarbeiter den PC bedienen können muss, sondern er muss ihn noch nicht mal gesehen haben, aber er muss die Bereitschaft dazu haben, das zu tun und muss motiviert sein, den PC nutzen zu wollen. Also die Einstellung beim Mitarbeiter. Dann die Einrichtung. Dort ist ein förderlicher Faktor, dass die Einrichtung sehr transparente Regeln zur Dokumentation hat und diese transparenten Regeln also für den Mitarbeiter auch wirklich gut nachvollziehbar sind und dass die Regeln vom Mitarbeiter als sinnvoll empfunden werden. Ein ganz wichtiger förderlicher Faktor. In Bezug auf das Produkt geht es darum, dass das eine hohe technische Funktionalität haben muss. Und das sind drei Beispiele für förderliche Faktoren, die dieses Projekt begünstigen und damit eben auch die Investitionen. Und welche Stolpersteine sind es, die die Pflegeeinrichtung aus dem Weg räumen sollte, bevor es um die Umstellung geht? Also es gibt mehrere Stolpersteine. Ich möchte auch hier nur drei nennen. Der erste Stolperstein liegt sicherlich darin, das Projekt nur halbherzig durchzuführen, mit viel Elan zu beginnen, dann im Prozessverlauf zu merken, dass es einige Schwierigkeiten gibt, nicht richtig nachzusteuern und da den Drive zu verlieren und das dann nur noch halbherzig weiterzuführen. Das ist ein Stolperstein. Ein weiterer Stolperstein liegt sicherlich darin, die Mitarbeiter auf halber Strecke zu verlieren. Man muss immer wieder nachsteuern und prüfen, ob die Unterstützungsangebote, die man als Einrichtung bietet, tatsächlich auch zum Erfolg führt oder ob man da noch mal andere Angebote liefern muss. Und der dritte Stolperstein, dass das Produkt allein im Rahmen des Kostenrahmens ausgewählt wird, ohne auf die Inhalte zu gucken. Das sind drei Stolpersteine, die man umgehen sollte. Ganz herzlichen Dank für die Erläuterung und schön, dass Sie bei uns waren. Danke, gerne.